Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es um eine Reparatur, hier in dem Fall von so einem Handschalter für einen Treppenlift. Der hat hier oben so einen Wippschalter und das Problem bei dem Schalter hier war, dass er eigentlich hier auf den, also er ist runtergefallen und dann genau auf diese Wippe gefallen und dadurch ist er kaputt gegangen. Ich muss dazu sagen, ich habe die Reparatur schon durchgeführt, weil sie relativ einfach ist. Es ist nur ein Taster ausgetauscht worden. Man sieht hier auch schon die kleinen Teile dazu. Ich schraube den doch mal noch mal kurz auf und erläutere das ganz kurz. Und ich habe auch ein Bild gemacht bei der Reparatur. Ist leider sehr unscharf. Ich schwenke mal kurz auf das Bild. Hier sieht man jetzt die Platine von innen. Wie gesagt, das ist ein Bild. Leider etwas unscharf. Ich hatte das in der Eile der Reparatur schnell gemacht. Und man sieht hier dieser Mikroschalter. Das ist also genauso einer wie der hier und der hier. Der ist kaputt gegangen, der ist völlig auseinandergebrochen. Und warum da in der Mitte noch ein Schalter jetzt ist, sei jetzt erstmal dahingestellt, das kann ich jetzt gar nicht mal genau sagen. Aber jedenfalls musste der ersetzt werden und dazu habe ich natürlich auch einen passenden gefunden und ihn dann ausgetauscht. Die erste Sache ist natürlich, wie kriegt man das Ding auseinander? Ich habe erstmal hier das versucht, hier auseinander zu klemmen oder was auch immer, das ging nicht. Man kann hier das Batteriefach aufmachen. Und da ist aber jetzt auch keine Schraube zu sehen. Und was ich dann festgestellt habe, dass dieses hintere Teil ist eigentlich ein Wandhalter, eine Wandhalterung. Man sieht hier auch, dort steht was drauf, die Distanz hier der Löcher 138 mm. Also man kann das an die Wand schrauben. Und dann kann man das natürlich ganz einfach hier hochschieben. Ich hoffe, dass es jetzt klappt. Und rausnehmen. Das klappt natürlich jetzt nicht. Moment, also hier hochschieben und dann einfach rausnehmen. Wieso klappt das denn jetzt nicht? Hat es schon vorhin in der Hand gehabt. Merkwürdig, Moment mal. Ja, also jetzt habe ich es hinbekommen. Also ist hier praktisch die eigentlich eine Wandhalterung. Und hier ist das eigentliche Handstück. Und jetzt kann man hier, sind insgesamt 5 Schrauben, das Ding mal auseinanderschrauben. Das mache ich gleich mal. So, die Schrauben habe ich rausgenommen. Jetzt kriegt man es trotzdem nicht auseinander. Jetzt muss man nämlich als nächstes hier diese Wippe rausziehen. Die steckt dann nur so drin und dann kann ich auch hier das Teil aufmachen. Jetzt sieht man hier diesen Wippmechanismus, dann sieht man auch, vielleicht nicht ganz so genau, dass dort diese Wippe, die hier drin ist, die kann man auch rausnehmen, diesen Taster in der Mitte auch betätigt. Ich werde jetzt mal die Batterien reinlegen und zeige mal, wie das dann funktioniert. So, die Batterien sind drin. Und wie gesagt, der Schalter hier in der Mitte, der Taster in der Mitte war defekt. Und wenn der defekt ist, hat natürlich keine Funktion soweit. Und das heißt, wenn ich jetzt hier drücke, dann leuchtet die eine rote Leuchtdiode. Und hier ist dann die andere Leuchtdiode. Nee, das ist eine rote, sorry. Also eine rote Leuchtdiode leuchtet hier. Wenn ich jetzt allerdings den mittleren noch betätige kurz, also da drauf gehe, ich hoffe, man kann das sehen, dann ist erst grün und jetzt blinkt es rot. Dieses Rot-Blinken bedeutet, dass ich nicht in der Nähe des Treppenlifts bin. Er baut eine Verbindung ja praktisch auf und deswegen funktioniert es hier sozusagen nicht. Er müsste dann grün leuchten, wenn jetzt die Wippe betätigt wird. Das ist also nicht hier nicht in Funktion, weil der Treppenlift nicht da ist sozusagen oder ich nicht beim Treppenlift bin. Aber hier dieser Taster, wie gesagt, der war defekt. Ich habe den ausgetauscht. Und mehr ist es eigentlich auch nicht gewesen. Der Austausch des Tasters hat also, sage ich mal, vielleicht eine Viertelstunde gebraucht oder so, mehr nicht. Vielleicht mal kurz zu den Innereien. Also hier ist so eine Art Controller praktisch drin. Warum das so ein großer ist, weiß ich jetzt nicht. Man kann auf jeden Fall hier unten, ich weiß nicht, ob man das sieht, blendet vielleicht ein bisschen, hier an dieser Reihe, dort bestimmte Einstellungen vornehmen, mittels wahrscheinlich Schandwiderstände oder irgend sowas. Also Widerstände, 0 Ohm Widerstände. Dann haben wir hier oben sicherlich den Spannungsreglerteil, da ist noch eine Spule. Hier ist der Quarz für diesen Controller. Und hier auf der linken Seite, da sieht man jetzt im Prinzip die HF-Technik, also per Funk wird das ja gesteuert, das Ding. Mehr ist hier eigentlich nicht drin. Also Reparatur ist, sag ich mal, erfolgreich gelaufen. Ich zeige auch dann nochmal,
wie der Treppenlift denn funktioniert. Achso, was ich noch sagen wollte, ich nehme mal kurz die Batterien raus. Vielleicht vom Typ her, das habe ich ganz vergessen zu sagen, das ist hier ein ThyssenKrupp Stairlifts Flow 2 Call and Park. Und der älteren Dame, der dieses Handstück ja runtergefallen ist, der hat man auch ein Angebot gemacht für ein neues Handstück. Und falls jemand schätzen kann, wie viel so ein neues Handstück komplett kostet, da würde ich mal gerne ein paar Zahlen in Euro sozusagen in den Kommentaren sehen. Also macht einfach mal ein paar Vorschläge oder Ideen, was meint ihr, was kostet hier so ein Handstück komplett neu. Also die Reparatur, wie gesagt, Taster, ein paar Cent, eine Viertelstunde Arbeit. Wenn man das jetzt machen würde, professionell, dann würde man da vielleicht, wie sich 30 Euro für nehmen. Aber die Frage ist, was kostet ein Handstück hier komplett neu und was kostet diese Wippe? Auch vielleicht mal einen Vorschlag machen oder eine Idee schätzen, was kostet hier diese Wippe und was kostet dieses Handstück. Jetzt werde ich das Ding hier wieder zusammenbauen und dann gleich mal zeigen, wie das an dem Treppenlift funktioniert. So, ich befinde mich jetzt hier am Treppenlift. Hier ist die Fernbedienung und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dauert einen Moment, dann baut er die Verbindung auf. Man muss den Knopf gedrückt halten. Also jetzt wieder nach oben, ist natürlich Quatsch, ich muss nach unten fahren. So, jetzt fährt er los und es funktioniert also wieder. Ja, das war es mal wieder, eine kleine Reparatur. Weiterhin viel Spaß und tschüss.